Mit euch jetzt mal über den Stand sprechen. Der Stand ist nichts, was das Schießen direkt sofort verbessert, aber ich kann mit dem Stand durchaus Probleme schaffen, die ich dann vielleicht hinterher, also ihr müsst euch so vorstellen, wir bauen ein Haus heute im Laufe des Kurses auf und wenn wir jetzt eine schlechte Basis haben, also quasi ein schlechtes Fundament für das Haus, kann das Haus dann schief werden. Das wollen wir einfach vermeiden, deswegen starten wir einfach mit dem Stand, dass wir alle mal eine gleiche Ausgangslage haben und eben dann auch nach oben hin unser Haus gut aufbauen. Wir müssen nämlich, ich sag mal, grundsätzliche Unterscheidung treffen, die jetzt unsere Idee wäre. Also unsere Idee wäre, wir wollen einen Stand und auch einen Grip aufbauen, der mit Strukturen uns ermöglicht, die Waffe zu kontrollieren und nicht mit Kraft. Also wir wollen nicht möglichst viel Kraft reinlegen in unser System, sondern wir wollen das mit intelligenten Strukturen machen. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Vom Stand her ist es so, ich habe es bei einigen noch gesehen, die stehen parallel. Wir würden empfehlen, einen leichten Step nach hinten zu machen. Und zwar so, dass wir quasi mit den Fußspitzen beim Rechtsschützen des rechten Fußes auf Höhe der Ferse des linken Fußes wären. Wir haben zwei Linksschützen, glaube ich, hier, ne? Die machen es genau umgekehrt. Okay? Das wäre schon mal das Erste. Dann haben wir die Füße gestellt. Bei den Knien ist es so, nicht durchgestreckt und auch nicht nur ein Bein durchgestreckt, weil dann verlagern wir das Gewicht nach vorne, nach hinten, sondern die Knie sind leicht soft und das Gewicht verteilt sich auf beide Füße jeweils 50-50. Okay? Weil das könnt ihr gerne mal, ihr könnt es gerne mal einfach parallel mitmachen. Stellt euch mal in diesen leichten Ausfallschritt. So, jetzt streckt er mal den hinteren Fuß durch. Merkt ihr, wo ein wenig Spannung entsteht? Macht es mal umgekehrt. Und das sind alles Sachen, die wollen wir dann vermeiden. Weil wenn ich jetzt den vorderen Fuß durchstrecke und nach hinten komme, merke ich schon, wie ich mich vorne anspanne. Ich möchte einfach so spannungslos wie möglich oder mit so viel unnötigen, mit so wenig unnötigen Spannungen, wie es nur geht, einfach dann meine Plattform aufbauen. Also, Füße, Knie, Hüfte. Ich habe es bei manchen gesehen, die machen zwar einen Ausfallschritt, aber dabei macht die Hüfte das. Und wenn hier unser Ziel ist, dann komme ich mit meiner Hüfte vom Ziel weg. Wenn mein Oberkörper jetzt quasi neutral über meiner Hüfte bleibt, zeige ich eigentlich nicht mehr aufs Ziel. Weil wir natürlich aber da hinschießen, muss ich das muskulär herstellen. Ich habe wieder hier Spannungen, die mir einfach dann später beim Schießen Probleme machen. Ihr müsst euch vorstellen, ideal wäre es, ich gebe einen Schuss ab und die Waffe kommt automatisch immer wieder ins Ziel zurück. Wenn ich jetzt aber so da stehe, dann will die Waffe eigentlich in die neutrale Nullstellung ganz übertrieben darüber und ich muss es immer da drüben halten. Ja? Macht es uns dann einfach später, wenn wir Kadenzen schießen, Probleme und ich kann dieses Rollenlassen der Waffe einfach nicht durchführen. Okay, Füße, Knie, Hüfte. Oberkörper. Der Oberkörper ist nicht nach hinten geneigt, wir lehnen uns aber auch nicht nach vorne, sondern wir sind eher auch neutral, wenn es manchen hilft, wenn ich sage, schau, dass er so ein Grad Vorlage bekommt. Das schafft man, indem man mal kurz den Bauch anspannt und dann aber wieder locker lässt, um eben nicht ins Hohlkreuz zu kommen, okay? Weil im Hohlkreuz bekomme ich dann auch viel Rückenlage, wollen wir vermeiden, ja? Dann kommen wir schon zu den Schultern. Unsere Schultern sollen unten und locker sein. Wir wollen nicht die Schultern hier hochziehen, ja? Hier oben, wenn ich die Schultern hier hochbringe, kann ich für die Waffe nichts verbessern. Im Gegenteil, ich kann was verschlechtern. Und zwar, wir werden dann beim Grip drauf kommen, wenn der David dann auf den Grip eingeht und wir ja eigentlich möglichst viel Kontrolle an der Waffe haben wollen, wenn ich jetzt die Schultern hochziehe, mache ich unten auf. Ich will aber da unten dranbleiben. Und das kann ich nur, wenn meine Schulter nach unten bleiben und ich quasi die Waffe hier so einquetsche wie eine Walnuss. Okay? Also Schultern nicht hoch, Schultern bleiben unten. Dann kommen wir schon zum Kopf. Beim Kopf ist super wichtig, lasst den oben. Stellt euch vor, euch tut jemand an einem Seil, wie bei so einer Marionette, nach oben ziehen, lasst den möglichst aufrecht. Viele nehmen die Waffe hoch und dann bringen sie den Kopf hinter die Waffe. Viel einfacher wäre es, den Kopf oben zu lassen und die Waffe hochzubringen. Denkt mal dran, wenn wir vielleicht später aus dem Holster arbeiten, ziehe ich die Waffe aus dem Holster, bringe die Waffe hoch und meinen Kopf runter. Das heißt, ich mache hier sowas. Dauert lange und ist wirklich nicht wiederholgenau.
Viel einfacher ist es, mein Kopf bleibt hier, ich habe mein Ziel im Fokus und bringe die Waffe einfach in die Visierlinie rein. Viel schneller, viel effizienter und noch dazu für unseren Kopf auch ein wenig besser und angenehmer. Okay? Gut, das war jetzt mal alles im Durchlauf. Ich habe jetzt für euch eine Aufgabe und zwar, wir werden jetzt die nächste Runde schießen. Probiert bitte mal bewusst aus, was ich jetzt alles Schlechtes gezeigt habe. Also stellt euch mal parallel hin, ja, stellt euch mal ganz steif hin und tut vielleicht auch mal eure Schultern hochziehen und guckt einfach mal, was da passiert. Ihr müsst nicht auf die Scheibe schießen, ihr könnt einfach daneben in Kugelfang schießen. Ich möchte einfach mal, dass ihr merkt, was da passiert. Zum Beispiel, wenn er so parallel steht, könntet ihr merken, wie er so ganz leicht ein wenig über die Ferse kippt. Oder vielleicht auch nur versucht, euch mit den Zehen ein bisschen wieder in den Boden reinzukrallen. Wenn ihr das gemerkt habt, stellt euch mal stabil hin, geht in den Anschlag und schießt nochmal und merkt einfach mal, was da passiert. Okay?